Mir hat schon gereicht im Sportstudium. Schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Aber dann die Prüfung, den Startschuss. Ich höre den Startschuss nicht. Und dann stehst du da. Und im Seminar habe ich dann immer jemanden gehabt, der neben mir stand und mir gegen das Bein geschlagen hat. Und mein Dozent war so nett, mir 0,2 Sekunden oder irgendwas Zeitverzögerung gut zu rechnen, weil ja die Person muss das ja hören und dann darauf reagieren. Und ich kann ja dann erst über diesen Mittelsmann reagieren. Fand ich ja ganz niedlich. Und dann in der Prüfung soll ich meine Schwimmprüfung ablegen mit den ganzen anderen 100 Studenten, die da sind. Und da stand keiner neben mir. Und da habe ich dann die Prüfung aufhalten müssen, so ein bisschen, weil ich gesagt habe, ey, ich brauche jemanden, der mir das Startsignal übersetzt. Und waren alle so selber beschäftigt mit ihrer Prüfung, dass da keiner mehr an mich gedacht hat. Ne? Und war dann schon so, das reicht mir dann schon. Wenn ich dann quasi meine kleinen Hürden im Alltag mir irgendwie basteln muss. Aber das ist dann schon auch dominant in deiner Biografie, dass die sich durchsetzen gegen Widerstände. Ja, doch. Also gab auf jeden Fall so, ne, die Schwerhörigkeit gibt einem so ein paar Steine in den Weg. So, das Barfußlaufen befremdet halt einige. Da merkt man auch, dass mal irgendwas ist. Jemand sagt, nee, hier kommst du nicht rein oder das gefällt uns nicht oder was auch immer. Klar, dann die Widerstände gesundheitlich. Die Krebserkrankung von meiner Mama, von meinem Papa, der relativ früh verstorben ist. Also es gab schon Widerstände. Aber daraus kann man ja auch dann wieder was mitnehmen. Also auch die Schwerhörigkeit habe ich ja versucht, mir dann auch positiv zurechtzulegen, indem ich meinen Dozenten dann im Studium, eigentlich muss man ja dann irgendwelche Prüfungen ablegen oder so, oder Praktikum machen, und da habe ich meinen Dozenten gesagt, ich habe eine Hörgerätetestung. Tut mir jetzt leid für alle, die auch schwerhörig sind und das gerne mit ihren Dozenten machen wollen, aber ich habe denen dann mal gesagt, ich habe Hörgerätetestung, was ich ja auch wirklich manchmal habe, aber halt auf jeden Fall nicht so häufig. Und das geht nur in der vorlesungsfreien Zeit und es ist anstrengend, weil dann kriege ich jede Woche ein neues Hörgerät und muss dann erstmal probieren, wie sich alles anhört, dann kann ich kein Praktikum machen. Ja, ich habe natürlich keine Hörgerätetestung gehabt, sondern bin 2 Monate nach Argentinien geflogen oder so und wollte halt die Zeit nutzen und mir nicht noch irgendein blödes Praktikum da geben lassen und habe das Praktikum in der Vorlesungszeit halt noch gemacht oder ein bisschen mehr nach vorne geschoben oder so. Und ja, suche mir da meine Nischen, wofür ich es halt nutzen kann. Oder wenn die Polizei einen anhält, ne? Ich habe ja auch nur ein Mikrofon im Ohr. Und wenn ich Fahrrad fahre und viel Wind ist, dann höre ich auch nur Rauschen. Also der Straßenverkehr ist dann auch zweitrangig, sage ich mal. Viele Sachen kriege ich dann auch nicht mit. Und dann habe ich einfach auch gerne, wie wahrscheinlich 90% der Berliner, gerne Musik gehört beim Fahrradfahren. Und dann kann ich mir ja nichts ins Ohr stecken, sondern hatte immer so eine Kopfhörer auf. Das heißt, die Polizei sieht sofort, dass ich Musik höre beim Fahrradfahren, was man ja eigentlich nicht darf. Und haben mich dann gerne angehalten und gesagt, ja, das dürfen sie aber nicht. Und habe ich mal schnell auch Pause gemacht bei meinem MP3-Player und habe denen dann erzählt, ja, da pustet der Wind in mein Hörgerät, den höre ich gar nicht. Und bei Mützen piept es, das ist zu nah dran. Und die Kopfhörer, die haben ja, sind ja so ein bisschen hohl innen drin. Und es gibt meinem Mikrofon die Möglichkeit, nicht zu piepen und keinen Wind ins Ohr zu haben. Ja, entschuldigen Sie, das wussten wir nicht. Und dann durfte ich halt weiterfahren, musste nie Strafen zahlen, weil ich mit Musik Fahrrad fahre, habe direkt wieder auf Play gemacht. Ja, also habe mir dann halt auch manchmal so zu meinem Vorteil genutzt. Finde ich, man hat genug Nachteile, kann man auch versuchen, sich ein paar Vorteile rauszubiegen. So. Hat so einige Male funktioniert, bin ich einige Male um Strafgeld herumgekommen.